gerade wo es um den Verlust Mika mit seiner Frau ging, war vor einiger Zeit, sagten Bekannte zu mir, wie es Nika geht. Ja, ich sag, Nika ist stark. Nika hat zu mir gesagt, ich packe das, ich weiß, was ich will, ich kenne meinen Weg. Und, aber es ist trotzdem schwer. Ja, sagten dann die Bekannten, er hat ja auch viel verloren. Er hat ja alles verloren. Ihn hat es ja am meisten getroffen. Ich sag, wieso hat es ihn am meisten getroffen? Es hat uns ja alle getroffen. Weil alle, die Nino kannten, haben sie geliebt. Sie war eine Persönlichkeit. Nicht nur, dass sie wunderschön getanzt hat. Sie ging über die Straße, plötzlich fing sie an zu tanzen auf der Straße. Ich habe Szenen im Kopf, wo sie aus der Tür rauskommt, plötzlich war sie gut quasi am Tanzen. Sie war immer gut gelaunt. Ne? Wenn wir Krach zusammen hatten mit Nika, hat sie immer ausgeglichen. Sie war eine faszinierende Frau. Sie ist eine faszinierende Frau, weil sie ist ja nicht weg.